Die Löwen mit einer richtig starken Leistung gegen den Aufsteiger aus Aschaffenburg. Ein ungefährdetes 4:0 für sie kurz und kompakt zusammengefasst. Die Torschau des TSV startet mit Richard Neudecker, der in der 18. Minute die Aschaffenburger Abwehr austanzt und den Gastgeber in Führung schießt. Eindrucksvoll auch der nächste Treffer, Nico Andermatt mit dem Freistoß. Der da direkt reingeht, Traumtor, ja oder nein? Wir schauen nochmal drauf. Ja, Romuald Lassaset mit dem Kopf noch dran, schön war's trotzdem. Halbe Stunde da gespielt und die Blauen auch nach dem Seitenwechsel die klar dominantere Mannschaft. Der dritte Treffer, ein Kinderspiel für 1860. Joker Lukas Genkener macht's das 3:0, keine 10 Minuten nach Wiederanpfiff. Die Partie damit auch durch, denn die Viktoria nur noch anwesend und nicht mehr wirklich aktiv. Und eins fehlt ja noch, Here We Go mit Tor Nummer 4, auch nicht schlecht. Nikolas Helmbrecht, ebenfalls eingewechselt, verwandelt zum hochverdienten Heimsieg für die Löwen, mit denen zu rechnen sein wird. Inwieweit natürlich die Frage, eine Standortbestimmung wird es dann nächste Woche geben. Da geht's nämlich zum Top-Favoriten nach Regensburg.